Veränderung, bis mir anfing klar zu werden. Und wie hat mich das angesprochen und inspiriert, was David gesagt hat, 1. Chronik 29. Ich habe erkannt, mein Gott, dass du das Herz prüfst. Ich habe erkannt, dass du das Herz prüfst. Und an Aufrichtigkeit hast du gefallen. An Aufrichtigkeit. Unser Problem ist Unaufrichtigkeit im Umgang mit Jesus und im Umgang untereinander. Paulus sagt, der Teufel hat es darauf abgesehen, Herzen zu stehlen. Er nennt es ein bisschen anders. Er sagt, unsere Gesinnung zu verändern oder unseren Sinn abzuziehen von der Einfalt gegenüber Christus. 2. Korinther 11, Vers 3. Unseren Sinn abzuziehen von der Einfalt gegenüber Christus. Und dieses Wort Einfalt bedeutet Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das ist die Gesinnung, die Gott möchte, dass wir sie haben gegenüber Christus. Und Aufrichtigkeit bedeutet, er sagt A, wir sagen A. Aber viele verwirrte religiöse Menschen machen das nicht, sondern sagen, Jesus hat A gesagt, aber er meint B. Und sie verdrehen das Wort, weil es ihnen nützlich ist, ihnen hilft, Verfolgung zu entgehen, ihnen Ansehen zu geben, ihnen einen guten Namen zu geben, ihnen schäbige Vorteile zu geben. Aufrichtigkeit gegenüber Christus ist, er ist der Herr, er ist Gott und ich bin nicht Gott. Und ich beuge mich, ich demütige mich unter die gewaltige Hand Gottes. Und er darf sagen, was er will, zu mir und dann auch durch mich. Und wir sagen nicht, ohne Hilfe, das kann ich nicht sagen. Wie viele Male möchte Gott einem jemanden schicken, beauftragen, geh hin und sag dem Bruder, dass das nicht passt, dass das nicht in Ordnung ist. Und wir sagen, Herr, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Wer bin ich? Ich bin ja kein Leiter. Als wenn in der Bibel steht, wenn dein Bruder sündigt, darf nur ein Leiter ihn korrigieren. In der Bibel steht, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, egal wer du bist, dann gehst du hin im Geist der Sanftmut und bringst ihn zurecht, wenn das irgendwie geht. Aber wir sagen, das geht nicht. Ich bin ja kein Leiter. Und ich habe ja auch noch Fehler. Falsche Demut. Nicht, die Bedeutung würde, oder es würde bedeuten, wenn du vollkommen bist, ja, dann wirst du hingehen. Das heißt, du wirst nie hingehen und niemand wird zu irgendjemandem gehen, weil alle nicht vollkommen sind. Die Berechtigung zur Korrektur besteht nicht in Vollkommenheit und Fehlerlosigkeit. Die Berechtigung zur Korrektur besteht in Gehorsam gegenüber Jesus und Liebe zum Bruder. Und Liebe drückt sich aus, indem du um ihn besorgt bist und tust, was das Wort sagt. Du gehst hin und du konfrontierst ihn. Sehr, sehr viele Gemeinden lassen diesen wesentlichen Teil des Evangeliums aus. Und deswegen gibt es so wenig Veränderung und so wenig Wachstum. Weil Gott braucht den Bruder und die Schwester für unsere Heiligung. Es gibt manche unangenehme Dinge. Da sind wir taub, von Gott zu hören. Und Gott muss einen Menschen schicken. Und wie wir dann mit diesem Menschen umgehen, so gehen wir mit Gott um. Hallo. So ein guter Rat wäre, wenn ihr in Klarheit wollt, wenn ihr in Ordnung wollt, wenn ihr wachsen wollt. Hört auf zu entschuldigen, warum ihr nicht zu tun habt, was das Wort sagt. Fangt an, in Aufrichtigkeit miteinander umzugehen. Lernt in Liebe die Wahrheit zu sprechen. Das ist unser Gebot. In Liebe die Wahrheit sprechen. Nicht denken, sprechen. Aufrichtigkeit. An Aufrichtigkeit hat Gott gefallen. Er hat daran gefallen. Und es braucht ein Werk Gottes an unserem Herzen.
dass diese Qualitäten in uns hervorkommen. Lass uns mal einen Vers lesen aus dem Alten Testament. 5. Mose. Kapitel 30. 5. Mose, Kapitel 30. Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und dass du am Leben bleibst. Wir wissen, für Gott ist das Allerwichtigste, dass wir ihn lieben mit aller Kraft, mit ganzem Herzen, mit unserer Seele, mit unserem Verstand, mit allem, was wir haben. Das ist für Gott das Allerwichtigste. Das ist das Zentrum unserer Berufung. Ja, Jesus sagt, das ist das erste und größte Gebot. Gott zu lieben mit aller Kraft. Und hier sehen wir, genauso was unsere Erfahrung schon bestätigt, wir können das gar nicht. Wir sind gar nicht in der Lage dazu. Bevor wir das können, muss etwas passieren in uns. Wir brauchen Veränderung. Wir können nicht mit ungeteiltem Herzen Gott wirklich lieben. Wir können das gar nicht. Und Gott weiß das. Und er sagt hier, er wird Herzen beschneiden. Warum? Damit wir Gott lieben. Ohne Herzensbeschneidung kann man Gott nicht lieben. Und der Mensch in seiner Natur hat sich vom Alten Testament zum Neuen Testament nicht emporentwickelt und ist irgendwie edler und reiner geworden. Er ist immer noch der gleiche. Und deswegen braucht es im Neuen Testament immer noch Beschneidung. Kann jemand mir sagen, wo im Neuen Testament die Beschneidung des Herzens vorkommt? Gibt es das im Neuen Testament? Hat jemand einen Vorschlag? Der Weinstock und die Reben. Ja. Das als Bild, aber das ist genau das. Genau das. Kolosser, Kapitel 2. Paulus redet von der Beschneidung des Herzens. Wie viele Botschaften in den letzten 10 Jahren hast du über die Beschneidung des Herzens gehört? Wer hat mehr als 5 gehört? 1, 2, 3, 4 Leute haben mehr als 5 Botschaften gehört. Wer hat noch nie eine Botschaft über die Beschneidung des Herzens gehört? Ein paar Hände sind oder Herzen sind mutig und heben die Hände. Ich denke, das kann man mit Faktor 30 multiplizieren. Das sind viele, die über das, was das Zentrum des Glaubens ist, kaum etwas gehört haben. Ihr Lieben, das ist, warum wir in den Problemen sind, in denen wir sind. Weil wir uns mit allem Möglichen beschäftigen, aber nicht mit dem, was das Zentrum ist. Das Zentrum ist das Herz. Und das Herz muss verändert werden. Und das Herz wird durch Gott verändert. Und wenn ich von Herz rede, dann meine ich nicht schöne Gefühle, sondern Motive, Ziele, Werte, Prioritäten, das sind die Dinge, die dein Leben bestimmen. Wenn wir da Prioritäten haben in unserem Leben, die nicht mit den Prioritäten Gottes übereinstimmen, wenn wir Motive haben, die nicht in Ordnung sind, die nicht sauber sind, die nicht wirklich Gott meinen, die uns selber meinen, dann wird aus diesem verdrehten, verkorksten Herzen ein verkorkstes Leben kommen. Aus dem Herzen kommt unser Leben. Sprüche 4, 23. Aus dem Herzen kommt unser Leben. So, wenn du ein besseres Leben haben möchtest und wenn ihr eine bessere Gemeinde haben wollt, es gibt nur einen Weg. Gott muss an die Herzen. Bessere Herzen, bessere Gemeinde. So einfach ist das. Hallo. Gott muss an unser Herzen ran. Und ich könnte viele, viele Schriftstellen jetzt noch nehmen und das belegen. Gott reinigt die Herzen. Bevor ich das studiert habe im Wort Gottes, ich habe gedacht, das ist ein alttestamentliches Konzept.
weil ich das Wort nicht kannte. Jesus sagt, ihr irrt, weil er die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Paulus, mit dem Neuen Testament, 1. Thessalonicher Brief, er redet von Gott, der unsere Herzen prüft. Gott prüft die Herzen. Und wenn du den Textzusammenhang siehst, dann siehst du Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Das ist eines der größten Probleme in der Gemeinde. Viele Male, wir wissen, was wir tun sollten, aber wir haben Angst. Wir lassen uns von Angst diktieren, nicht von Wahrheit. Wir sagen, ich sollte das ansprechen, ich sollte hier mal Klartext reden. Ja, aber das gibt Probleme. Und? Ist das die Berechtigung, warum du vom Gehorsam beurlaubt bist? Hat Jesus gesagt, wenn Gehorsam gegenüber dem Wort dir Probleme bringt, dann brauchst du natürlich nicht. Ist das, was Jesus gesagt hat? Nein, er sagt, nimm dein Kreuz und stirb. Weil je mehr du stirbst, umso besser wirst du leben. Das ist das Paradox im Reich Gottes. Ihr Leben von Menschenfurcht befreit zu werden und diesem Kriechertum und Schmeicheln und Menschen aus Menschen was rausholen, wenn Menschen zum Gefallen reden, ist ein Gefängnis. Es ist ein Gefängnis. Aber wenn wir vor Gott stehen und Gott darf uns sagen, ermahne diesen Bruder, sag dies und sag jenes. Ich sage, Herr, ich kann nicht, das gibt Probleme. Er sagt, wie bitte? Ich habe dir Probleme versprochen, willst du die jetzt verhindern? Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Und in der Verfolgung lernst du noch mehr zu vergeben, du wirst noch sanftmütiger, du wirst noch freundlicher. Gott benutzt deine Feinde, um an deiner Heiligung zu arbeiten. Er hat viele Mitarbeiter. Die kommen in Verkleidung. Hallo. Die Antwort ist, Gott muss arbeiten an unserem Herzen. Und jetzt noch zum Schluss. Ich weiß, das ist sehr kompakt und das ist sehr, sehr viel. Und ich versuche in einer Stunde etwas zu sagen, was normalerweise ein mehrstündiges Seminar ist. Was heißt das ganz praktisch? Wie kann Gott an meinem Herzen arbeiten? Was bedeutet das, dass ich ihn daran lasse? Wie mache ich das praktisch? Gott sagt, gib mir dein Herz. Ja, was bedeutet das? Was machst du? Wie befolgst du dieses Gebot, gib mir mein Sohn dein Herz? Die Antwort ist, wenn du im Wort studierst, findest du heraus, dass es da mehr gibt als nur Bibellese oder Kalenderblatt, sondern da gibt es ein Leben mit dem Wort Gottes, wo du in dir erstmal die Gegenwart Gottes suchst, durch Dankbarkeit, durch Lobpreis, durch Beten in Sprachen, durch Händeheben, durch das Blut Jesu, indem du sagst, Gott, ich will ein wahrhaftiges Herz haben. Ohne wahrhaftiges Herz gibt es keine Gegenwart Gottes. Hebräer 10, Vers 19. 10, Vers 19, merkst du. Wir kommen mit dem Blut, wir kommen mit einem wahrhaftigen Herzen. Ein wahrhaftiges Herz ist nicht ein fehlerfreies Herz, sondern ein wahrhaftiges Herz ist ein Herz, das sagt, Gott, du darfst mich demontieren, du darfst mich aufdecken, du darfst mir zeigen, du darfst ans Eingemachte. Ich will nicht in Täuschung bleiben. Tu dein Werk an meinem Herzen. Ich will in Reinheit kommen. Ich will wahre Motive haben und nicht vorgetäuschte. Und in Wirklichkeit geht's mir nur um mich selber. Ein wahrhaftiges Herz ist ein Herz, das sich danach sehnt, dass Gott arbeitet und aufdeckt. Und wer diese Gesinnung hat und weiß, das, was er weiß über sich, ist möglicherweise noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da kommt noch etwas. Weil alles, was du weißt über dich, weißt du, weil Gott dir das offenbart hat. Und hat er dir gesagt, das war das Letzte, was er über dich offenbaren will? Es gibt nichts weiteres zu offenbaren? Mir nicht. Also müssen wir offen bleiben und sagen, Gott, hier bin ich, erforsche mein Herz, prüfe mich, zeige mir, ob ich auf einem Weg des Götzen bin. Zeig du mir, was ich wirklich will, was ich wirklich meine, zeig du mir mein Herz. Wir werden vor Gott kommen, in die Gegenwart Gottes kommen und sagen, hier bin ich.
tu dein Werk, lass dein Licht leuchten. Psalm 43, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Ohne Licht, das in uns die Finsternis offenbar macht und dann durch Buße eliminiert, kommt man nicht in tiefere Dimensionen der Gegenwart Gottes. Und die Bibel ist eindeutig darin, wir sind alle gleich geliebt, aber wir sind nicht alle gleich nah dran an Gott. Wenn wir alle gleich nah dran wären an Gott, dann wieso sagt Jakobus, naht euch zu Gott? Hat er wieder kostbare Tinte und Pergament verschwendet? Wenn man gar nicht näher kommen kann, weil man durch die Liebe Gottes ist man so nah und näher geht nicht. Es gibt größere Dimensionen der Gegenwart Gottes. Es gibt eine größere Nähe. Und Nähe zu Gott hat was mit dem Herzen zu tun. Jesus sagt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Die singen die richtigen Lieder, die beten die richtigen Gebete, aber ihr Herz ist weit weg von Gott. Und wie geht's dann weiter? Vergeblich dienen sie mir. Das heißt, es ist alles umsonst. Es wird nichts bewirken. Für sie nicht und fürs Reich Gottes nicht. Es gibt vergeblichen Gottesdienst, ihr Lieben. Es gibt vergebliche christliche Aktivitäten. Das muss uns erschrecken. Und zwar so, dass wir sagen, das darf nicht bei mir passieren. Ich will doch nicht laufen und laufen, laufen, am Ende komme ich zu Jesus und er sagt, du bist gut gelaufen, aber leider in die vollkommen falsche Richtung, es war alles umsonst. Das ist doch schrecklich. Und wir haben einen Gott, der jetzt uns ins Licht stellt, der jetzt uns überführen möchte, der jetzt uns reinmachen will, der jetzt an uns arbeiten will. Das müssen wir nutzen. Wenn die Gefahr der Täuschung besteht, ihr Lieben, dann müssen wir sagen, Gott, rette mich vor mir selbst. Rette mich vor den netten Täuschungen, die ich habe über mich selbst. Stell mich ins Licht. Lass dein Licht leuchten. Sende dein Licht und deine Wahrheit. So dieses Gebet, Psalm 19, Vers 15. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Oder Psalm 139, erforsche mich, prüfe mein Herz. Das ist ein wesentlicher Anteil, wie wir Gott erlauben, an unserem Herzen zu arbeiten. Ein anderer wichtiger Anteil ist, dass wir Gott erlauben, sein Wort auf unser Herz zu schreiben. Du magst da viel Theologie im Kopf haben, aber wie viel hast du im Herzen? Wie viel hat Gott wirklich eingraviert und eingebrannt auf dein Herz? Und der neue Bund ist, Gott schreibt sein Wort auf dein Herz. Das ist der neue Bund. Viele Gläubige leben nicht im neuen Bund. Sie kennen den neuen Bund gar nicht. Der am wenigsten studierte und gelesene und gelehrte und deswegen auch geglaubte und deswegen auch erlebte Brief im Neuen Testament ist der Hebräerbrief. Am wenigsten studiert, am wenigsten gelehrt, am wenigsten geglaubt, am wenigsten erlebt. Aber der Hebräerbrief erklärt, wie kein anderer Brief im Neuen Testament, den Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. So, wenn wir das nicht studieren, bestünde da nicht die Gefahr, dass wir immer noch im alten Bund leben und den neuen Bund überhaupt nicht kennen und nicht genießen. Der neue Bund ist, Gott schreibt sein Wort auf dein Herz. Das ist der neue Bund. Der alte Bund ist Gottes Wort auf Steintafeln, außerhalb von dir, ohne Kraft, dich im Innern zu verändern. Alles, was Gott da geschrieben hat, war richtig und ist immer noch richtig. Aber diese Steintafeln hatten keine Kraft, Menschen im Innern zu ändern. War auch gar nicht so gedacht. Das hat was mit Erziehung zu tun und Vorbereitung und mit geistlichen Dingen. Warum der alte Bund, obwohl es nicht der
eigentliche Plan Gottes war, kommen musste. Es war Vorbereitung für den neuen Bund. Aber der neue Bund ist, Gott tut etwas am Herzen. Er schreibt sein Wort auf unser Herz. Woher wissen wir das? Jeremia 31, Vers 33. Das ist der neue Bund. Ich schreibe mein Wort, mein Gesetz. Das ist der Wille Gottes. Verwechseln das nicht mit mosaischem Gesetz, bitteschön. Wir sind durch Christus erlöst vom mosaischen Gesetz. Wir brauchen das mosaische Gesetz nicht mehr als ein Mittel der Rechtfertigung. Das bedeutet aber nicht, dass wir von den moralischen Inhalten oder Standards des mosaischen Gesetzes erlöst sind. Hallo, warum wollen wir nicht durcheinander bringen? Es gilt immer noch, du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen. Das war alles formuliert im mosaischen Gesetz. Und durch Christus sind wir erlöst vom Gesetz. Als ein Mittel zur Gerechtigkeit. Aber die moralischen Standards Gottes sind immer noch da. Es gibt Gesetz im Sinne von, das ist die Absicht Gottes, das ist die Ordnung Gottes, das ist der Plan Gottes, das ist der Wille Gottes. Und wenn er das Gesetz auf unser Herz schreibt, das ist nicht das mosaische Gesetz, damit wir durch Opferrieten und Verzicht auf Schweinesteaks irgendwie gerecht werden. Sein Willen, seine Ordnung, seine Absichten schreibt er auf unser Herz. Und wie tut er das? Nicht in der Predigt, nicht im Seminar. Wenn du alleine einen Lebensstil entwickelst, der geistlichen Disziplin, und jeden Morgen kämpfst du dich durch die Widerstände deines Fleisches an den Ort der Gegenwart Gottes. Und das ist nicht einfach. Und da ist eine Lähmung und eine Unlust und eine Verweigerung. Wenn du dich aufmachst, Gott zu suchen, das Erste, was du findest, ist den Widerstand deines Fleisches. Aber nur, wenn du dich festlegst, wie David, ich werde Gott jeden Tag suchen, jeden Tag werde ich vor sein Angesicht kommen und ich werde ihn preisen. Wenn das deine Festlegung ist und du anfängst, danach zu leben, dann lernst du erst die Gemeinheit des Fleisches kennen. Wenn du nur betest, wenn du danach Lust hast, du wirst dein Fleisch nie treffen. Aber wenn du sagst, ich tue es jeden Tag, ob es stürmt oder schneit, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, ob ich gesegnet bin oder ob ich durch finstere Tal der Todesschatten gehe, ich werde es tun, jeden Tag. Und David hat das sehr stark ausgedrückt. Er macht ein Gelübde. Weißt du, was ein Gelübde ist? Ein heiliges Versprechen. Heute unser Glaube hat wenig mit heiligen Versprechen zu tun. Und das ist, warum unser Glaube so flach ist, warum er so kraftlos ist, warum so wenig Resultate da sind. Gott schreibt sein Wort auf unser Herz, an demselben Ort, wo er für Mose auf die Steintafeln geschrieben hat, auf dem Berg des Herrn. Was ist der Berg des Herrn? Die Gegenwart Gottes. Und wir müssen jeden Tag uns aufmachen und Gott sagt, komm auf den Berg. Ich will mit dir sprechen. Ich will dich sehen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Gott verlangt es nach dir. Und wie viele Gläubige beten, wenn sie Lust haben, und wenn sie keine Lust haben, dann beten sie nicht. Vor kurzem war ich mit dem Leitertreffen. Und freimütig einer der Leiter sagt, ja, er hat schon seit 2 Wochen nicht mehr gebetet. Und ich sage, warum? Und weißt du, was seine Antwort war? Zu viel zu tun. Ich sage, falsche Antwort. Probier nochmal. Aber er kam nicht drauf. Hat noch ein paar Antworten auf dieser Preislage gegeben. Und er kam nicht drauf. Ich sage, die Antwort, warum du 2 Wochen nicht gebetet hast, weil du falsche Prioritäten hast. Weil du nicht hingegeben bist an das Wort Gottes. Weil du deinen Glauben lebst auf deine Art und Weise. Und das ist das Problem von vielen. Der Schlüssel für Wachstum ist, Gottes Gegenwart zu suchen jeden Tag. Das ist der Schlüssel. Und dort in der Gegenwart Gottes, wo wir diese Himmelsluft atmen, wo wir spüren, wir sind vor Gott und Zeit und Raum, das tritt mal alles in den Hintergrund und wir sind wirklich vor ihm.
da nehmen wir ein Wort, ein halbes Wort. Je nachdem, wie der Heilige Geist uns leitet und was gerade dran ist, was geschrieben werden muss. Und wir sprechen das Wort Gottes mit Dankbarkeit, mit Hingabe, mit Glauben, mit Wertschätzung, mit Erwartung. Wir sprechen dieses Wort, diesen halben Bibelvers in das Angesicht Gottes. Das ist, wie geschrieben wird. Das ist was anderes als Bibelstudium. Bibelstudium ist sehr notwendig. Ich sage es noch einmal, das ist der Start. Und ich habe heute Morgen mir die Freiheit genommen, mal einen Blick auf euren Büchertisch zu werfen. Und ich war geschockt, da ist nicht ein einziges systematisches Lehrbuch da. Nicht ein einziges Buch, was systematische Lehre bringt. Kein Derek Prince, kein John Bevere, nichts. Erbauliches, ja. Aber wir brauchen nicht erbauliche Aphorismen. Was wir brauchen, ist ein Fundament der Lehre. Wer ist Christus? Was ist Golgatha? Was heißt Leben im Fleisch? Was heißt Leben im Geist? Wie lebt man mit dem Wort Gottes? Wie überwindet man? Was ist das Kreuz von Golgatha? Diese Dinge treten immer mehr in den Hintergrund, ihr Lieben. Das ist ein Trend seit Jahren. Die Fundamente des Glaubens werden nicht mehr gelehrt. Und dann hoffen wir, dass die Gläubigen aufwachsen. Die können nicht wachsen ohne ein Fundament. Es ist nicht möglich. Wer nicht versteht, was Gnade ist, wie kann er Gnade nehmen? Wie kann er durch Gnade stark werden? Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Und es ist auch ein Zeichen von Arroganz. Gott gibt Dienstgaben. Epheser 4 heißt es, Gott gibt Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten, Evangelisten. Gott gibt die für was? Zur Auferbauung des Leibes. Das Volk Gottes wird aufgebaut durch Dienstgaben, die Gott gibt. Und wenn du nicht begreifst, zum Beispiel, dass ein Mann wie Derek Prince ein Geschenk Gottes für das Volk Gottes weltweit ist, wenn du das nicht siehst, bist du blind. Und Gott gibt Geschenke und du verachtest sie. Ein christlicher Büchertisch ohne systematische Lehre ist eine Zeitverschwendung. Hallo. Ich bin hier ganz frei, weil mein Ziel ist, nicht wieder eingeladen zu werden. Mein Ziel ist, euch zu helfen. Mein Ziel ist, euch wach zu rütteln. Und wenn ich an der einen oder anderen Stelle mal kräftig dir auf den Zeh trete, mein Rat ist, genieße es. Und frage dich, warum? Was ist bei mir, dass ich das jetzt abbekomme? Sag nicht, was fällt dem frechen Prediger ein, sag, was ist bei mir? Und dann bist du auf einem guten Weg. Hallo. Liebe sieht anders aus, als viele sich das von euch vorstellen. So, deswegen bin ich freimütig. Und mir ist egal, was ihr über mich denkt oder über mich sagt oder über mich schreibt. Es ist mir total egal. Weil Gott ein Werk getan hat und mich freischneidet von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Und ich genieße das, obwohl es oftmals wehtut. Und wenn Gott nicht ein Werk an den Herzen der Boten seines Wortes tun kann, wird das Wort stumpf sein, flach sein und es wird nichts ausrichten. Das ist unser Problem. In der Apostelgeschichte, sie haben scharfe Schwerter gehabt. Petrus hat gepredigt, es drang ihnen durchs Herz. Stephanus hat gepredigt, Herzen wurden durchbohrt. Wo haben wir das heute? Heute haben wir Streicheleinheiten. Ist nicht so schlimm, ist wird schon alles gut, Gott ist mit euch, alles. Ihr Lieben, ich bin Gast hier seit Freitagabend. Es ist nicht alles gut. Ihr seid in einer ernsten Krise. Und ich vermute, die ist viel, viel ernster, als viele von euch wahrhaben wollen. Und es geht hier um die Zukunft der Gemeinde, um Tod oder Leben dieser Gemeinde, das sage ich dir. Und Gott hat manches Mal in seinem Timing mich in Gemeinden geschickt. Ich bin in einer Gemeinde gewesen, und es war eine solche Unordnung, ein solcher schrecklicher Zustand. Und als der Lobpreis anfing, ich sag zu meiner Frau, komm, wir gehen. Ich halte das nicht aus, komm, wir gehen. Vorher, die saßen so traurig, so isoliert, viele Lücken und hier mal einer, da mal einer, da mal einer.
saßen isoliert, Atmosphäre wie beim Doktor im Wartezimmer. Ich weiß nicht, wie in Österreich die Atmosphäre ist. In Deutschland, keiner kennt keinen, keiner will mit irgendwas zu tun haben, keiner redet. Und so eine Atmosphäre. Dazu große Traurigkeit, große Entmutigung, große Bedrückung. Und dann kam der, wie sagt man, Animateur, kam auf die Bühne. Der Gottesdienst fing an und sagt, seid ihr glücklich? Und auf einmal, diese Leute haben eine dramatische Verwandlung durchgemacht, wie auf Knopfdruck. Ja, fingen sie an zu schreien. Alle waren glücklich. Ich dachte, was ist denn das hier? Ich sagte zu meiner Frau, komm, wir gehen. Lass uns gehen, bitte. Sie sagt, du bist der Gastsprecher. Und dann habe ich gekämpft und gerungen bei dem, was die Lobpreis nannten. Und es war eine Qual, das anzuhören. Und ich verstehe, was Gott meint, wenn er sagt, tut mir weg das Geplärr eurer Lieder. Schon mal gelesen. Wir finden das schön, aber Gott sagt, hör damit auf, lass es sein, bitte. Es ist für ihn nicht leicht zu ertragen. Lobpreis, der nicht beinhaltet, ich bringe mein Herz, ich will ans Licht, ich will die Wahrheit, ich will demontiert werden, ich will echt werden, ich will wachsen in Demut und in Hingabe, ich will aus den ganzen christlichen Spielen und Maskeraden raus, ich will wahr werden. Lobpreis, der das nicht beinhaltet, ist nicht echt, ist Gott nicht angenehm. Und Gott gab mir in dieser Zeit der Qual, Gott gab mir eine Botschaft, die war so scharf, die war so schockierend. Gemessen daran bin ich hier absolut soft gewesen, absolut soft. Wirklich. Und ich hatte das Gefühl, das ist das letzte Mal, als ich dort sprach. Ich hatte das Gefühl, das ist wie das letzte Mal, Gott streckt seine Hand aus zu dieser Gemeinde. Und sie haben diese Hand verworfen, haben mir dumme Briefe geschrieben, ich soll zurückkommen, mich entschuldigen und das war nicht von Gott und das war nicht im Geist und so kennen sie Jesus nicht. Ja, natürlich kennen sie Jesus nicht so, sonst wären sie nicht in dem Zustand. Und ich soll zurückkommen, die weite Reise machen von über 1000 Kilometer und soll vor die Gemeinde mich entschuldigen. Totale Arroganz, statt zu sagen, warum hat der Geist dich geleitet, so zu sprechen? Warum hast du dies gesagt? Warum hast du das gesagt? Was können wir lernen? Haben wir ein Problem? Was ist los mit uns? Was brauchen wir? Nur Arroganz. Und ein paar Monate später hat diese Gemeinde sich in Luft aufgelöst. Gemeinden können das. Gott kann das. Gemeinden können sich in nichts auflösen, pulverisiert. Und ich glaube, manches Mal, wenn so etwas passiert, Gott ist nicht traurig. Und alles, was ich möchte, ist, dass ihr von diesem Wochenende an über die Bücher geht, eures Lebens, eurer Gemeinde. Und es sagt, Gott, öffne uns die Augen. Wo stehen wir? Was ist los? Was brauchen wir? Was haben wir verpasst? Wie geht's jetzt weiter? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Und die Entscheidungen dafür werden in den nächsten wenigen Wochen getroffen. Wenn ihr in den nächsten wenigen Wochen nicht anfangt, entschieden und ernsthaft Fragen an Gott und untereinander zu stellen und erlaubt, dass vollkommen offene Kommunikation herrscht und dass man Dinge benennen darf. Wenn ihr das nicht tut in den nächsten wenigen Wochen, verpufft das alles. Es kommen wieder neue Gastsprecher, die bringen wieder ganz andere Themen, die möbeln euch wieder auf, die ermutigen euch und ich habe euch ermutigt und ich ermutige euch sehr. Werdet echt mit Gott und miteinander. Strebt danach, dass Gott etwas tut an euren Herzen. Vater, wir danken dir. Du suchst uns. Du willst uns. Du hast gute Gedanken. Du hast gute Absichten.
Du bist ein wiederherstellender Gott. Du bist ein Gott, der gute Gedanken hat, der Hoffnung und Zukunft für uns hat. Aber diese Hoffnung liegt in deinen Wegen, nicht in unseren eigenen Wegen. Und Vater, ich bete, dass das Licht scheint. Sende deinen Geist. Erforsche Herzen. Mach Menschen mutig, das Schwert des Geistes zu erlauben an ihrem Herzen, dass Trennung geschehen kann von Seele und Geist. Dass das seelische Christsein aufhört, das Gefühlschristsein, dass das aufhört. Und dass wir gegründet sind in Fakten, in Wahrheit, in dir, in deinem Wesen, in deinen Ordnungen. Dass wir deine Sicht bekommen. Vater, erbarm dich über uns. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Wir wollen ans Licht. Und du bist der Gott, der unsere Finsternis hell macht. Du bist unsere Hoffnung. Und wir schauen auf zu dir. Lass uns verstehen, was die Stunde geschlagen hat. Lass uns verstehen, wo wir heute sind und was dein guter Plan ist, der Rettung und der Heilung und der Wiederherstellung und der Reinigung. Und ich bete, dass all das, was dir ein Anstoß ist, dass du uns dafür die Augen auftust und dass wir es rausjagen aus unserem Leben, rausjagen aus der Gemeinde, sagen, das, was dem Herrn ein Anstoß ist, darf nicht in unserer Mitte gefunden werden. Gib deinen wunderbaren, liebevollen, klaren, eindeutigen Heiligen Geist und lass das Licht leuchten in unseren Herzen. Darum bitten wir dich, Vater, und wir danken dir, dass du mehr als willig bist, das zu geben. Und gib uns Weisheit, wie wir jetzt auf dein Licht und auf dein Wort reagieren. Gib uns Weisheit, Gott. Lass uns nicht in die Irre gehen. Wir wollen nicht irre gehen mit dem Herzen. Wir wollen deine Wege kennenlernen. Halleluja, wir danken dir. Amen.